Audio-Test. Abgleich. Badabam, in your face. Alte Haudegen, du. Ich will... Welches Spiel will ich spielen? Ich will 7 Days spielen. Naja. Eigentlich spiele ich es ganz gerne allein, aber jetzt spiele ich es mit euch zusammen, weil ich dazu genötigt werde von allen Menschen, die es gibt. Lalala. Let's play. Start. Läuft bei dir drüben? Was? Läuft alles bei dir? Ja. Du läufst. Audioaufnahme habe ich auch am Laufen gehabt, ne? Was soll ich das wissen? Läuft die Audioaufnahme? Ja! Sehr schön. Press Enter to join the world. Kann ich? Spielaufnahme in 3, 2, 1, Klick. Dann sage ich mal Hallo und willkommen bei... Nein, nicht in der Alpha 2, nein, bei 7 Days to Die. Ja, 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 ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht, ich hab's gekauft, ich hab's runtergeladen, nachdem ich dann endlich nach 3 oder 4 Tagen endlich die Bestätigung bekommen habe. Ich habe gerade eine neue Welt angelegt mit... einer Welt. Und ich drücke jetzt gleich Press Enter to join the world. Genau das machen wir. Hier sehen wir gerade, was alles in der zweiten oder ja, in der zweiten Alpha dann kommen wird. Das ist aber alles noch nicht drin, was uns die Sache auch erleichtert. Ab jetzt muss ich gleich mal vorneweg sagen, das Spiel ist relativ... Also ich habe schon mal angespielt, um euch einen einigermaßen guten Einstieg geben zu können, was uns denn alles so erwartet. Und der erste Tag wird ziemlich stressig, drum werden wir den jetzt einmal ganz, ganz, ganz schnell machen. Ich weiß schon in etwa, was ich mache, damit wir nicht sterben werden in der Nacht, denn die Nächte hier sind unglaublich böse. Und das wird jetzt alles ein bisschen komisch ausschauen, eventuell, aber ich denke, ihr habt trotzdem euren Spaß. Ich habe ihn auf jeden Fall und drum wird jetzt nicht mehr gedeadlingert, sondern jetzt wird ge-7-dazed. So, ich drücke Enter. So, da sind wir auch schon. Oh, da geht's schon los. Gut. Wir sind... Huch, Scheibe. So nah ist noch nie einer gespawnt. Wir sind... Das war schon wieder die falsche Taste. Wir sind relativ nah wo gespawnt. So, die Framerate, okay, die kommt gut damit klar. Das ist jetzt auf maximalen Details hier alles. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hab's natürlich... Oh, da haben wir einen halben Korps liegen. Ja, der hat Wasser dabei und was zu essen. Der Zombies bewegt das... Der Zombie bewegt das Auto. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Hier haben wir Schrotflintenmunition. Ich muss auch direkt hier weg, denn wir haben noch keine gescheite Waffe, um uns hier verteidigen zu können. So, der Sound ist für mich ein bisschen laut. Drum war ich wahrscheinlich selber gerade ein bisschen laut. Und schauen wir mal, haben wir hier irgendwo in der Nähe Zombies? Nein, haben wir nicht. So, das hier ist das Gebiet, wo wir im Endeffekt sind. Also hier unten gibt es so ein Industriegebiet. Hier gibt es einen blauen Streifen. Hier sind wir im grünen Gebiet, was... dünn besiedelte Waldgebiet, glaube ich, darstellen soll. Hier haben wir eine große Stadt mit noch mehr dünn besiedeltem Gebiet. Was das hier oben ist, weiß ich auch noch nicht genau. Und hier haben wir auch noch irgendwas, was auch eine andere Farbe hat. Also verschiedene Gebiete auf einer Karte. Diese Karte ist nicht zufallsgeneriert. Nein, die ist fix. Und die einzigste, wo wir nicht hin können. Apropos, hier können wir auch nicht hin. Das schaut alles ein bisschen verseucht aus. Und wenn ich hier reingehe, dann... Pass auf. Das ist also verseuchtes Gebiet und gleichzeitig auch die Levelgrenze. Ich bin natürlich erstmal in die falsche Richtung gelaufen, drum laufen wir jetzt in die andere. So, wir haben schon eine Stunde vergeudet. Überall finden wir hier Müll. Den können wir uns theoretisch alles anschauen. Hier finden wir aber, glaube ich, nichts Interessantes in diesen Müllbeuteln. Wie gesagt, ich muss mich ein wenig beeilen, denn die Uhr oben links, die tickt. Und die tickt unaufhörlich. Da haben wir schon ein paar Zombies. Und für alle, die sich jetzt fragen, was 7 Days to Die eigentlich ist, 7 Days, da haben wir noch was Schönes. So, 7 Days to Die ist ein Spiel wie The Deadlinger oder wie DayZ, könnte man sagen, mit Minecraft zusammen. Was das bedeutet, werdet ihr in den nächsten Folgen alles sehen. Eins auf jeden Fall, soweit
schon mal gesagt, es handelt sich hierbei natürlich um ein Indie-Spiel, was man jetzt schon vorkaufen kann. Es handelt sich auch um eine sogenannte Pre-Alpha, die den Namen im Vergleich jetzt zu The Deadlinger definitiv nicht verdient. Deadlinger bezeichnet sich als Alpha, dieses Spiel hier bezeichnet sich noch als Pre-Alpha, funktioniert aber einfach 50.000 Mal besser mit 20.000 Funktionen, die noch drin sind im Vergleich zu den anderen Spielen. Ja, die Welt ist komplett zerstörbar und da haben wir auch schon gleich ein Haus. Und was es eben auch noch besonders macht, es ist gleichzeitig auch noch so eine Art Tower-Defense-Spiel. Das bedeutet, wir können uns hier ja Sachen craften und mit diesen... Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Und mit diesen gecrafteten Sachen können wir uns eine Basis, eine Verteidigung aufbauen. Ach, verdammt. So. Und die haben wir auch bitter nötig, denn in der Nacht sind die Zombies richtig fix. So, ich hoffe, dass wir hier jetzt mal hier... Ja, hier haben wir auch nur wieder... Jawohl, hier haben wir gleich mal eine Waffe. So, ich verziehe mich kurz hier oben hin. Eine Waffe haben wir hier. Das heißt, wir können uns wirklich eine Basis aufbauen und müssen das auch machen, damit wir hier überleben, weil in der Nacht sind die eben unglaublich schnell und unglaublich stark auch. Ja, wir haben eine Schrotflinte, damit können wir richtig gut jetzt mal loslegen. So, die Munition ziehe ich mir aus einem guten Grund hier unten rein, denn es sind zwei verschiedene Inventare. Das untere Inventar ist das, was wir verlieren können. Also wenn wir sterben, was einfach praktisch irgendwo hinspawnt. Wir können hier auch alles durchsuchen. So, ich muss nur schauen wegen den Zombies, denn die können hier drin nämlich laufen. Hier haben wir noch ein bisschen Spam. Hier haben wir auch noch was. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir noch eine Kiste. Da haben wir Cobwebs, keine Ahnung, was man mit denen machen kann. So, die Zombies, die zerstören hier schon scheinbar die komplette Umgebung. Wir haben jetzt 12 Uhr, das ist eigentlich schon viel zu spät, als dass wir die Nacht noch überleben. So wie ich das beim letzten Mal festgestellt habe. Hier haben wir noch etwas. Die Pistolen und Waffen haben natürlich auch eine Abnutzung. Wir können uns teilweise auch Sachen herstellen. So, ich muss kurz schauen, in welche Richtung. Wir müssen nach links, also hier entlang. Und, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich denke, den Rest werdet ihr alles sehen im Endeffekt, wenn es dann soweit ist. Das ist jetzt erstmal unser neues Spiel. Ich glaube, da bleiben wir auch hier ein bisschen dem Kanal so treu, ne? Kein Rage oder sowas, das habe ich schon festgestellt. Interessiert euch alles sowieso überhaupt nicht, so diese ganzen normalen Spiele. Ich denke, das auf Eis legen kann ich auch erstmal als Abbrechen bezeichnen von Rage. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir da stehen geblieben sind. Das ist auch schon ziemlich lange her. Aber ich bin auf jeden Fall froh, euch das hier jetzt präsentieren zu können. Da war irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Irgendwas hat hier ganz laut gewutscht. So. Jetzt müssen wir nach links müssen wir. Damit wir ein bisschen in die großen Häuser kommen, denn wir brauchen ganz, ganz dringend dieses sogenannte Scrap Metal, was ihr unten gesehen habt. Damit wir uns eine Axt bauen können, abgesehen davon, außer wir finden eine Axt, das ist natürlich dann noch von Vorteil. Damit wir die Bäume fällen können, damit wir uns ein Verteidigungssystem aufbauen können, was die Welt noch nicht gesehen hat. Beziehungsweise, wartet mal. Nee, wir brauchen eine Schaufel, das ist viel wichtiger. Das ist viel wichtiger. So, hier haben wir auch noch was. Ich habe auch schon einen kleinen Überlebenstrick herausgefunden, wie wir ganz einfach überleben können. Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen Bug-Using. Drum weiß ich noch nicht. Den werde ich im Notfall zwar benutzen, aber weil, naja, Bug-Using in einem Nicht-Bug. Hier sieht man schon, hier drin können sie relativ schnell rennen. Das liegt daran, weil es da drin dunkel genug ist. Das bedeutet, umso dunkler es ist, auch tagsüber, umso schneller können sich diese Zombies dann eben bewegen. In das Haus gehen wir jetzt nicht rein, das benötigen wir gar nicht. So, und hier fängt auch schon das neue Gebiet an. Hier wird es nämlich, wie man hier auf der Karte sieht, ein bisschen heller. Das heißt, wir sind hier ein bisschen im Grüneren. Ah, ja, der Sound ändert sich auch. Vogelgezwitscher haben wir hier. Jetzt dürften wir ja auch irgendwo... Tiere laufen hier auch rum. Das ist auch schön. So, aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal hier ein paar Sachen finden. Wir haben noch eine Shotgun, wir haben aber schon eine auf Reserve. Gascans brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die sind für die Kettensäge. Jawohl, ja, gibt's hier natürlich auch.
Eine wunderschöne Kettensäge. So, hier haben wir schon Scrap Metal. 15, 4, 8, 12, 16. Einen brauchen wir also noch. Der Sound ist irgendwie bei mir umgekehrt. Das hat mich gerade nur irritiert. Drum musste ich gerade nochmal gucken, ob das hier alles passt. Hier haben wir 10mm Magazine. Das ist super. Chili können wir auch mitnehmen, weil irgendwie kommen die Sounds gerade aus der falschen Richtung, obwohl ich eigentlich hier, ja, rechts, links, doch, das passt, aber das machen wir jetzt einfach mal ganz einfach. Ich drehe einfach mal schnell meine Pöpselchen um. So, jetzt muss ich die gleich nur noch richtig reinmachen und wir haben auch genügend Scrap Metal zusammen und jetzt kann ich euch schon das Crafting-System zeigen und ich kann euch noch eine ganz andere Sache zeigen, die hier netterweise gerade vor uns ist und das ist diese Brücke hier, so. So, so, so. Jetzt habe ich auf dem linken Ohr gar keinen Ton mehr. Und wenn ihr jetzt mal schaut, was passiert. Ich gehe über diese baufällige Brücke und hoch. Okay, normalerweise komme ich da eigentlich immer rüber. Diesmal nicht. Aber man sieht es auch schon. Das bedeutet, jedes Element, was es hier gibt, wie zum Beispiel hier oben diese Stahlträger, die haben einen gewissen Grad an Struktur, kann man so sagen. Das bedeutet, wenn ich Sand versuche aneinander zu stapeln, das klappt nicht. Nicht so wie, ja, da fällt es in Minecraft auch runter. Aber wenn ich jetzt Holz zum Beispiel habe und davon drei Holzbalken nebeneinander mache, dann kann es sein, ich weiß jetzt nicht, wie viele es wirklich sind, dass der vierte dann dafür sorgt, dass dieser ganze Holzbalken zusammenstürzt. Bei Stahl ist das natürlich dann ganz was anderes. Das hat einfach einen wesentlich... Da kann ich eine wesentlich längere Strecke überbauen. So, irgendwie sind meine Ohrpöpsel ganz komisch. Ich höre jetzt gerade auf dem linken gar nichts. Ah doch, ich höre doch noch was. Sehr schön, sehr schön. So. Ach ja, ich wollte dir eigentlich das Crafting-System zeigen. Seht ihr, ich verplapper mich hier schon wieder. Papier brauchen wir definitiv nicht. Das brauchen wir definitiv auch nicht. Hier haben wir ein Haus, das ist gut. Wir haben jetzt leider schon sehr, sehr, sehr spät auf der Uhr. Okay, so, ich laufe jetzt mal. Ich habe natürlich nicht mehr genügend Ausdauer. Ausdauer ist das wohl wichtigste Gut, was ihr hier in 7 Days haben könnt. Denn diese Ausdauer, dafür braucht ihr einfach alles. Wenn ihr jetzt eine Nahkampfwaffe habt, ich könnte auch mal auf die Schrotflinte rüber wechseln. Wenn ihr jetzt eine Nahkampfwaffe habt, dann verbraucht ihr natürlich Ausdauer. Wenn ihr jetzt grabt, meint, irgendwas macht. Dann verbraucht das ebenfalls Ausdauer. Genauso natürlich das Sprinten, das verbraucht auch Ausdauer. Und wenn ihr nicht da, wenn ihr jetzt zum Beispiel so wenig... Ach ja, stimmt. Man darf ja nicht in die... Naja, gut. Wenn ihr jetzt nicht genügend Wasser habt... Was war das denn? Irgendwas macht hier die ganze Zeit... Naja. Dann wird, hier seht ihr schon, die Ausdauer sich einfach nicht mehr so hoch regenerieren. Und das ist eine Sache, die wir natürlich nicht so lassen können. Drum ziehe ich mal das Trinken rein und trinke mal etwas. Und unsere Ausdauer geht auch gleich mit nach oben. Das ist natürlich sehr schön. So, wir brauchen Holz. Holz kann man auf verschiedene Arten fällen. Meine einfachste Art ist folgende. So, das geht schneller als mit der Axt. Und Munition haben wir eigentlich immer genügend, denn für die Schrotflinte können wir uns auch noch selber Munition herstellen. So, ich muss das mal kurz einsammeln hier. Sehr schön. So. Und jetzt müssen wir mal craften. Und zwar haben wir hier das Scrap Metal und wenn ich mich richtig erinnere, gibt das hier eine Iron Ingot. Und dadurch, dass wir das schon einmal erfahren haben, wird jetzt das hier grün. Und wenn wir draufklicken, können wir uns praktisch so viel craften, wie wir wollen. Wir brauchen noch zwei dafür. So. Ach, Mensch. Ich hatte schon genügend. Naja, gut. Dann brauchen wir eine Schaufel. Die macht man nicht so. Eine Schaufel... Ah, dafür brauchen wir aber erst Holz natürlich. Das bedeutet, ich mache den hier rein. Das ergibt einen Holzdingens. Das hier ergibt das hier. Und das hier ergibt die Sticks. Davon brauche ich jetzt... Zack, zack, zack. Drei Sticks brauche ich. Und vier Iron-Dinger. Das bringt uns eine Schaufel. Dadurch haben wir diese Schaufel. Und jetzt können wir uns im Endeffekt hier schon mal verteidigen. Eine Verteidigungsposition aufbauen. So, das mache ich hier. Das wird jetzt eine sehr, sehr einfache Verteidigungsposition. So, im Moment gerade brauche ich noch pro Dingens einen Schlag. So, das Holz nehmen wir auch gleich mit. Gut. So. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Ich brauche 1, 2, 3 Platz. Da muss hin. 1, 2, 3 Platz. Da muss hin. Ja, doch, das reicht erstmal. 3, 4,
5, hier brauche ich einen Platz mehr. Da brauche ich 2, 4, da. So, das mache ich jetzt mal ganz schnell, so schnell es uns möglich ist. Zack, zack, zack. Und dann können wir hier wieder rüber. Und jetzt müssen wir hier noch ein wenig erweitern. Und dann bauen wir unsere erste Falle schon auf. Das geht jetzt relativ fix. So, das verbraucht jetzt natürlich Ausdauer, wie man sehen kann. Aber davon haben wir eigentlich noch im Moment gerade genügend. Ah, da sieht man schon, jetzt haben wir nicht mehr so viel Ausdauer. Das bedeutet, wir brauchen länger, um die Klötzchen abzubauen. Das regelt sich dann irgendwann richtig weit runter. Drum lasse ich ihn jetzt einmal kurz durchschnaufen, dass wir wieder ein bisschen Ausdauer sammeln. Das ist dieses Männchen mit dem dunkelblauen, mit der dunkelblauen Anzeige und kaum Hammers. Funktioniert es auch schon wieder. So. Da das jetzt Tag 1 ist, oh oh oh, das wird aber knapp. Jetzt muss ich mich wirklich ranhalten. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Jetzt muss ich kurz ins Inventar und muss hier diese Sticks in Schattensticks umwandeln. Und dann baue ich uns so welche Holz, Woodspikes nennen die sich hier. Das heißt, ich mache jetzt natürlich erst einmal Woodplanks mache ich erst einmal ein paar. So, die hier mache ich dann in die hier, die hier in die hier, die hier in die hier. Dann lege ich die hier hin und jetzt mache ich uns... Nein, die will ich natürlich nicht. Ich mache uns ganz viele Woodspikes. So. Hier kommt auch gleich ein Bug zum Tragen. Ich kann die jetzt nicht stapeln, weil eigentlich sind es nur 64, die man immer gleichzeitig benutzen kann. Also praktisch wie in Minecraft 64er Stacks können wir benutzen. Ist hier allerdings beim Craften irgendwie noch nicht so ganz implementiert, weswegen... wir auch bis zu 500 oder 5000 in einem Slot drin haben können. So, das hier nervt mich jetzt ein bisschen. Die müssen noch weg, weil die sorgen dafür, dass ich ganz schlecht gerade hier an die entsprechenden Sachen rankomme. Und man sieht auch schon, es ist keine so richtige Klötzchenwelt wie bei Minecraft, sondern die Klötze können sich ein bisschen anpassen. So, wir haben gleich 18 Uhr. Hoffen wir mal, dass wir das packen von der Zeit her. Das wird jetzt wirklich nicht schön, jetzt so die Nacht überleben zu müssen. Aber das sollten wir eigentlich schaffen, denn es ist an den ersten Tagen, soweit ich mich zumindest entsinne, oder soweit mir das aufgefallen ist, sind an den ersten Tagen nicht so viele Zombies da wie an den nächsten natürlich. Kann auch sein, dass ich mich da absolut komplett täusche, aber eigentlich nicht. Ich täusche mich ja sowieso so selten. Also das. So, da machen wir auch noch rein. Komm, was soll der Geiz? Wir haben ja genug. So, da kann ich leider keinen reinmachen. Kann ich hier einen hinmachen irgendwie? Nein. Kann ich nicht. So, wir haben noch ganz, ganz viele. So. Denn in der Nacht, da spawnen die wirklich. Das mag jetzt vielleicht so ausschauen, als wenn ich hier irgendwie ein bisschen übertreiben würde. Tue ich wahrscheinlich auch. Aber es ist doch relativ heftig. So, 5 haben wir noch. Dann tun wir hier noch einen hin. Da noch einen. So. Und weil wir gerade dabei sind, lassen wir das jetzt erstmal. Zum Speichern. Zum Speichern wird auch noch was ganz Wichtiges benötigt. Und zwar, dadurch, dass ich schon gespielt habe, weiß ich das, ein sogenanntes Sleeping Bag. Jawohl, ja. So, den haben wir schon gecraftet und dieser Sleeping Bag, den machen wir jetzt hier hin. Und dadurch haben wir jetzt hier auf der Karte, gut, ich stehe auch gleichzeitig drauf, aber so ein Haus, was wir uns markieren können. Und davon können wir mehrere haben und das ist dann eben unser Spawnpunkt, falls wir sterben. So, ich habe jetzt natürlich sinnvollerweise alles hinter uns doppelt gesichert und nicht nach vorne zur Stadt hin. Aber das wird schon werden. So, eigentlich können die jetzt auch schon kommen hier, die Zombies. Aber mal gucken, würde ich sagen, ne? So. Also mir wäre das jetzt ein bisschen peinlich, wenn jetzt doch keine Zombies kommen würden. Das wäre jetzt ein bisschen... Naja, dann wird das ein bisschen komisch ausschauen, was ich hier gemacht habe. Aber ich glaube, ihr versteht das schon. Ich will ja natürlich schon... überleben. So. Zombies, kommt her. Jetzt sind wir wahrscheinlich so abgelegen, dass keine kommen. Tja. Tja. Huch, da oben. Was ist das denn? Ein halber Baum.
Kann man den noch irgendwie fällen? Ja, den kann man fällen. Gut, jetzt ist er aber weg. So. Dadadam, hat's gemacht. Ach, Mensch, wir können ja noch was anderes machen. Dafür brauche ich noch einen davon. Das zeige ich euch, was wir uns jetzt machen. So, wir brauchen die hier, dann brauchen wir die hier, dann brauchen wir die hier. Nein, so geht das nicht. Das geht. Nein, ach, Mensch, so geht das. Nein, so viele brauche ich nicht. Ich brauche vielleicht 8. Komm, machen wir mal 8. Machen wir 8 von diesen Torches. Oh, 62 Sticks, die wollen wir natürlich mitnehmen. Und da machen wir uns jetzt ein paar Torches hier hin. Denn das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Wenn wir hier Helligkeit haben, dann werden die Zombies langsamer. Und warum ich hier 2 Breite gemacht habe für diese Holzspikes, ist im Endeffekt, weil über einen Spike laufen die ganz gerne rüber. Da backen die leider ein bisschen drüber, das ist ein bisschen schade. Aber ja, ich glaube, ich habe es maßlos übertrieben. Denke ich. Glaube ich. Manchmal kommen ganz viele, manchmal kommen gar keine. Hier kommt gar keiner. Eigentlich müssten die Zombies jetzt schon da sein. Auf jeden Fall, so baut man einen vor, falls man mal überleben will. Schön, danke. Das Spiel lässt mich im Stich. Tja. Da kann ich jetzt nicht viel ändern. Rauslaufen können wir auch nicht. Wir könnten theoretisch meinen. Was sagt er denn? Nein, uns fehlen natürlich 3 Scrap Metal, um uns eine Pickaxe zu bauen. Dann hätten wir uns gleich hier runterbauen können und ein bisschen minen können und so weiter und so fort. Aber das können wir natürlich auch nicht. Irgendwie kommen hier auch keine Zombies. Wir spielen auch gerade nur mit 13 Frames. Ich weiß nicht genau warum. Diese Holzdinger, die machen die Framerate wirklich nieder. Hier kommt gar kein Zombie. Die machen die Framerate wirklich nieder. Also wenn man davon viele stehen hat und sich da in dem Kreis befindet, dann ruckelt das Spiel immer. So. Naja. Ich denke, den ersten Tag, den mache ich euch jetzt dann noch bis 12 Uhr. Und dann mal gucken. So. Jetzt muss ich mal schnell hier schauen. Okay, also ich denke, das bringt hier überhaupt nichts. Ich stelle den nochmal auf. Zapralott, 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 sage ich da einfach mal. Und, joa. Ja, das war wohl nix. Also hier kommen irgendwie gar keine Zombies. Nun gut, die Zombies zeige ich euch dann in der zweiten Folge, die hier, die, oh, jetzt wird es nochmal ordentlich dunkel. Die erste Folge, glaube ich, kann ich beenden hier. Ich denke, das sollten genügend Minuten auf der Uhr sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, hoffe aber, dass es so ist. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wenig in die Kamera schauen konnte und ein bisschen wenig erzählen konnte, wobei so wenig war es gar nicht. Nicht ganz so wenig. Oh, 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 Zapralott. Oh, oh, Zapralott. Oh, 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 bam. Zapralott, jetzt kommen sie. Toll. Jetzt, wenn ich die Aufnahme beenden wollte, dann kommen sie. So, weg mit dir. Oh, da ist auch schon einer. Da kommt noch einer angerannt. Oh, bam. Ah, daneben. Bam. Ah, jawohl. Also, da kommt scheinbar noch eine ganz schöne Menge. Wir springen uns hier alle schön rein. Hinten kommt auch noch einer. Oh, ein fetter. Ein etwas breiterer, sagen wir es mal so. Da, da kommt noch einer. Ah, schön. Bam. Ich mit dir. Da, oh, au. Oh, weg, weg, weg. Oh. Oh, oh, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ja, 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 ja. Jetzt lad schneller nach, okay. Jetzt muss ich ganz schnell noch... Ich kann gerade die Aufnahme sowieso nicht beenden. Von dem her passt das ja ganz gut. Huch, dahin, dahin. Und jetzt brauchen wir... Ja, das hätte ich jetzt auch schneller machen können, indem ich einfach... Naja. Stick, 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 Stick. Schattenstick, Torch, Trunk, Woodplanks. Nein. Hm. Stick. Ach, Mensch. Ich bin ja auch ein Dödel. So, jetzt haben wir die Sharpen Stick und jetzt können wir hier die Woodspikes wieder machen. Davon mache ich uns nochmal ganz schnell welche.
Nein, wir befinden uns gerade nicht im Pausemodus. Ich weiß auch nicht genau, warum die Zombies jetzt gerade nicht kommen. Stört mich aber auch nicht sonderlich. So. Okay, wir sollten wieder einigermaßen abgesichert sein und die Zombies kommen sowieso nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt entlasse ich euch und wünsche euch zumindest für diese eine Aufnahme einen schönen Tag noch, wünsche ich euch. Keine Ahnung, was ich euch wünschen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wir sehen uns am Tag 2 wieder. Und bis dahin sage ich mal, ciao, ciao.